Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map die Alps. Wir befinden uns hier gerade im Teleskoplader von Merlo und verladen hier gerade die Baumstämme aus dieser Runge hier im Ponze Buffalo in die Runge, die wir hier an unserem Forst-LKW dran haben, in den Tandem-Anhänger. Da verladen wir gerade die Baumstämme da rein, um die dann später zum Sägewerk zu bringen. Genau, wir hatten es ja erst probiert, mit dem Kran am Ponze Buffalo das zu verladen, aber das war irgendwie nicht dann so ganz so, hat nicht so ganz funktioniert. Vielleicht wird es jetzt sogar besser funktionieren, weil die jetzt ein bisschen mehr lose drin liegen, die Baumstämme. Aber da anfangs hat das nicht so gut geklappt und deswegen haben wir uns dann hier entschieden, es mit dem Merlo zu machen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie so gut weiter hinkriegen. Na, guck mal, jetzt kriegen wir vielleicht sogar noch einen da mehr rein. Ja, kommt alle in die Poltergabel. Kommt alle rein. Ja, sehr schön. Guck mal, hat man gleich mal viel mehr da drin. So ist das schön. So ist das schön. So, fangen wir mal darüber. Ich probiere nochmal hier irgendwie so einen Screenshot zu machen. Wenn der Merlo ein bisschen weit weg ist, aber ich glaube, das ist ein schönes Motiv so irgendwie. Vielleicht kann man das irgendwie verwenden oder irgendwie mal so. Genau, so. Dann mal schön da rein. Oh, guck mal, das sind. Na, das sind drei. Oder sind es vier? Ne, es sind drei, ne? Drei. Ja, die liegen halt jetzt ein bisschen blöd da, aber ich glaube, die kriegen. Rutschen halt irgendwie dann schon rein in die Runge, oder? Kommt, ihr kommt schon irgendwie in die Runge rein. So. Genau, irgendwie kommen die da schon rein, aber es ging eigentlich dann doch recht flott, würde ich sagen. Am Ende vom. Wenn man jetzt mal so guckt, das ging eigentlich. Das ist eigentlich doch jetzt relativ schnell doch leer geworden hier vom Ponze Buffalo, die Runge. So, ja, ich wollte in der heutigen Folge mal wieder, wie ich am Ende von der letzten Folge angekündigt habe, ein Thema ansprechen, was auch ja schon häufiger gefragt wurde. Genau, und das wollte ich einfach mal ansprechen. Ich habe auch den Kommentar hier rausgesucht, zu dem ich jetzt das genau anspreche, weil so eine Frage wurde auch schon, beziehungsweise so ähnliche Fragen wurden schon öfters gestellt, genau. Vielleicht auf nochmal ein bisschen andere Art kann ich auch gleich sagen, was da anders ist. Vielleicht werde ich da in Zukunft auch nochmal irgendwann dran, mal kurz drauf zu sprechen kommen. So, wartet. Ich suche jetzt gerade mal raus, bevor wir das hier einladen. So, und zwar haben wir da folgendes. Wo ist er denn? Der Kommentar, das sollte sein, oder? Nochmal. Das ist er, genau. Und zwar ist der Kommentar von Linie 057, der Themenvorschlag von Linie 057. Erstmal vielen, vielen Dank an dich für deinen Themenvorschlag. Genau. Und zwar hat er folgenden Themenvorschlag geschrieben, folgendes Thema vorgeschlagen. Du könntest mal darüber reden, wie viel Zeit du neben dem Aufnehmen deiner Videos mit YouTube verbringst und wie lange es dauert, bis das Video uploadbereit ist. Also, genau, da werde ich euch jetzt gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Davor nochmal kurz. Also so Fragen in der Art wurden auch schon öfters gestellt jetzt von anderen. Also habe ich auch das jetzt immer gelesen, sowas, genau. Also sollte auch anscheinend mehrere von euch auch noch interessieren. Wobei es auch noch viele Fragen gab dann, wie lange. Ja, wobei, ja genau, dann, also manchmal kam einfach nur die Frage, wie lange dauert es denn, bis so ein Video fertig ist oder sowas. Oder halt dann mal sowas, wie lange. Genau, oder wie, genau, so andere Fragen waren noch so, wie viel Zeit verbringst du in der Woche oder so ungefähr mit YouTube, also wie viel machst du in der Woche, wie viele Stunden da machst du was für YouTube und so weiter. Vielleicht auch so Fragen mit dem, wie lange ich, wie viel Zeit ich da so in der Woche für YouTube verbringe oder so, kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, also irgendwann anders mal in der Folge. Ich muss mal gucken, ich glaube, das war hier gestellt worden, war es im Bausimulator-Let's Play, ich weiß es nicht ganz genau, ich meine aber schon. Aber so, das war diese Frage, so wurde auch schon ziemlich oft gestellt, so. Und da möchte ich jetzt erstmal darauf eingehen. Also, wie lange dauert es, bis ein Video uploadbereit ist? Und wie viel Zeit verbringe ich neben dem Aufnehmen eigentlich noch für YouTube? Weil allein durchs Aufnehmen, das hier mit den YouTube-Videos, ist ja nicht nur das Aufnehmen, sondern kommt ja noch viel, viel mehr dazu. Auch allein, wenn das Video aufgenommen ist, ist es ja nicht gleich irgendwie dann auf YouTube. Also, es ist dann ja nicht gleich fertig. Da ist ja nicht so, dass das Video gleich fertig ist und dann irgendwie dann, ja, nichts mehr gemacht werden muss, bis ihr das dann sehen könnt oder sowas. Sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. So, jetzt ist natürlich auch hier die Frage, wie wir das mit den Baumstämmen machen. Vielleicht müssen wir mal den Buffalo umdrehen, aber wobei, das kriegen wir jetzt nochmal. Genau.
Ich habe mir auch ein bisschen nochmal vor der Aufnahme das ein bisschen mal so überlegt, was da alles so dazugehört, damit ich jetzt auch möglichst nichts vergesse. Wahrscheinlich habe ich trotzdem irgendwas vergessen, weil mir fällt jetzt gleich noch was ein. Aber ich habe mir ja schon mal so ein bisschen was zusammengeschrieben, was denn da so alles noch zusammenkommt, was man da eigentlich noch so macht neben dem Aufnehmen. Genau, was ich da eigentlich noch so neben Aufnehmen hier für YouTube mache. Und so, genau, komme ich erstmal dazu. Was ich eigentlich noch so neben dem Aufnehmen jetzt hier noch so für YouTube mache. Also erstens kommt es natürlich, also wie ihr wahrscheinlich auch immer mitbekommt, gehe ich eigentlich ziemlich viel auch immer auf die Kommentare ein. Im Moment ist es bei mir noch so, ich schaue schon ein bisschen an der kritischen Grenze, aber es ist bei mir noch so, dass es von Anzahl an Kommentaren noch so ist, dass ich noch genug Zeit dazu finde, auf die Kommentare einzugehen. Ich probiere das meistens so täglich, beziehungsweise alle 2 Tage, die Kommentare durchzulesen, um halt auch genug Zeit dazu zu haben, die Kommentare halt mir alle durchzulesen und auch gegebenenfalls halt zu beantworten. Leider schaffe ich es mittlerweile auch schon nicht mehr alle zu beantworten, aber ich probiere halt immer möglichst auf jeden Kommentar, also wo ich halt auch was dazu beantworten kann, halt immer auch den irgendwie zu beantworten. Genau, aber es ist halt so, dass mit der Zeit halt immer mehr Kommentare auch dazukommen und also es auch immer mehr Kommentare pro Tag und so werden. Und da ist es halt dann auch nicht mehr so, dass ich irgendwie das dann noch auf jeden Kommentar antworten kann. Im Moment ist es noch so, dass ich es noch zum Glück noch schaffe, eigentlich auf fast jeden Kommentar eigentlich einzugehen, irgendwie halt dann die Frage zu beantworten oder irgendwie halt weiterzuhelfen oder halt auf einen Kommentar einzugehen, genau. Also das ist halt eins, was ich halt noch neben Aufnahmen mache. Genau, natürlich gehören dazu auch die ganz normalen Nachrichten, die ich halt auf YouTube bekomme oder halt auch E-Mails oder so, die ich von euch geschickt bekomme mit Fragen oder was weiß ich. Genau, darauf, das gehört natürlich auch dazu. Das ist halt eine Sache, die ich halt noch neben Aufnehmen hier mache. Dann, genau, das Video hochladen an sich ist natürlich auch nochmal auch eine weitere Sache. Die auch noch dazu gehört, wo ich halt hier Zeit mit YouTube verbringe, halt das Video hochladen, wobei gut, man kann sagen, tu das Video rein und dann lädt es ja von alleine hoch. Ja gut, okay, das ist ja auch so. Ich mache es auch meistens so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, meistens probiere ich es im Moment so zu machen, dass ich so alle Videos für die nächste Woche immer schon so am Wochenende davor hochlade, die auf geplant so stelle, dass sie halt dann zu der Zeit, wie es auch im Uploadplan auf meiner Webseite steht, halt alle online kommen. Klappt eigentlich auch ganz gut, also ich habe da jetzt eigentlich immer so Freitag, Samstag irgendwie so, wo ich dann probiere, dass das irgendwie alles dann an dem Tag da irgendwie hochgeladen ist für die nächste Woche. Und da kommen dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Videos es ungefähr sind, die ich pro Woche veröffentliche, aber es sind meistens so 25 oder so, die ich dann halt da gleichzeitig hochlade. Das dauert halt meistens so, ja, für die ganzen Videos einen halben Tag oder sowas, genau. Gut, das ist ja dann der Zeit, ja, das, die laden ja von alleine hoch, das ist ja schon so, da mache ich ja dann nichts mehr. Muss ja nicht die ganze Zeit am Computer sitzen und hier gucken, wie nur noch 15 Minuten, nur noch 14 Minuten da steht, sondern ich habe ja auch das Glück mit der Internetleitung bei uns, dass es hier ziemlich schnelles Internet ist, das heißt, ich brauche nicht allzu lange mit dem Upload. Aber genau, was halt dann noch da, das kann man eigentlich jetzt auch mit dem Kran überladen. Was da halt noch ist, da kommt ja halt dann noch sowas dazu mit halt Tags, Videobeschreibung, vielleicht eventuell, wenn ich immer sage, ich verlinke ein Video oder so, das Video noch rausholen, verlinken, Text anpassen, Titel, Thumbnail einfügen und so. Gut, das dauert jetzt alles nicht lange, aber das ist auch halt was dazu gehört natürlich. Genau, ich gehe am besten hier einfach mal eine Liste durch, die ich habe. Dann gibt es natürlich noch andere Aspekte, einfach Mods gehören einfach dazu. Ihr schlagt mir auch gelegentlich Mods vor, die schaue ich mir dann auch immer an oder ich suche selber nach Mods fürs Let's Play, die wir hier verwenden können oder so, wenn ich irgendwie halt so eine Art von Fahrzeug irgendwie überlegt habe, das könnte man doch verwenden oder so, dann gucke ich da immer nach Mods, das ist ja auch dann wieder was ich für YouTube mache sozusagen. Genau, dann irgendwie Infos für Videos raus und hier sowas auch, so eine Art Brainstorming jetzt vor der Aufnahme, was kann ich zu dem Thema genau sagen oder so, mache ich eigentlich immer ganz gerne, da habe ich immer so ein bisschen so einen Überblick schon und dadurch vermeide ich auch irgendwie, dass ich halt irgendwas vergesse noch dazu zu sagen. Genau, so eine Art so ein Brainstorming halt immer. Oder halt auch Infos raussuchen, zum Beispiel beim Flug. Wenn ich halt so zum Beispiel im FSX einen Flug mache, dass ich dann irgendwie im Voraus da immer schon mal so ein bisschen recherchiere, was kann ich in dem Video denn so ansprechen oder so. Interessante Fakten so zur Fliegerei oder sowas. Was kann ich denn da so erzählen? Dass ich da einfach auch Infos raussuche. Das gehört ja auch einfach so zum Bereich nochmal Infos raussuchen. Na, wir wollen zum Scania. Lasst uns zum Scania.
müssen nämlich gerade mal den Kran ein bisschen verschieben. Genau, also da halt auch Infos raussuchen oder halt auch für andere Let's Plays halt dann. Oder wenn ich halt da über irgendwas erzähle oder hier im Let's Play über ein Fahrzeug erzähle oder sowas, dann gucke ich ja auch meistens im Internet davor, informiere ich mich da ein bisschen drüber. Genau, also hier auch das halt so Vorarbeiten für so Aufnahmen sind. Dann Add-ons für den Flugsimulator, gucke ich ja auch immer mal so, was geht da ab. So auf simflight.de oder so kann man ja zum Beispiel nachgucken oder bei Aerosoft im Forum, was ist so angekündigt und so weiter. Das gehört ja auch alles so zur Planung, was so in Zukunft, was mache ich so in Zukunft von Flugsimulator zum Beispiel, was für Add-ons. Vielleicht kann man da auch mal dahin fliegen dann von zum Flughafen, der da irgendwie dann bald von dem Add-on rauskommt oder so. Genau. Also da auch so nach Add-ons schauen und so weiter. Beziehungsweise auch allgemein, wenn ich halt dann Flugvorschläge von euch immer wieder, wenn ich ja immer schaue, was mache ich als nächstes für einen Flug, schaue ich ja immer bei den Flugvorschlägen, die ihr mir dann, oder beziehungsweise euren Wünschen, die ihr mir an Flügen da in die Kommentare geschrieben habt. Und dann, dann gucke ich halt da auch immer nochmal so, genau, gibt es dafür auch, gibt es vielleicht für den Flughafen auch ein passendes Add-on, was ich da verwenden kann. Genau. Und halt generell halt auch informieren über Spiele, was es so in Zukunft für Spiele gibt, Release und so weiter von Spielen. Gehört halt auch alles noch so mit dazu, dass man einfach noch so ein bisschen up-to-date ist. Und ja, eventuell halt so planen kann, wie ich es auch jetzt letztens halt angesprochen habe mit dem, was mache ich in Zukunft für Let's Plays, wie sieht es da aus, genau. Dann natürlich meine Webseite, die ich jetzt seit Anfang des Jahres habe, ich weiß nicht seit wann ganz genau. März oder April oder sowas, glaube ich. Diesen Jahres habe ich ja meine Webseite, wo ich auch alle Mods von dem Let's Play hier verlinkt habe. Da habe ich ja die Add-ons, die ich im Flugsimulator alle habe, verlinkt. Alle Busse und Maps, auf denen ich, die ich, also alle Busse, die ich bis jetzt in OMSI 2 verwendet habe und alle Maps, auf denen ich bis jetzt da gefahren bin, habe ich auch alle dort verlinkt. Dann veröffentliche ich da jeden Mittwoch und Sonntag neue Bilder vom Planespotting, also das gehört auch einfach dazu. Das dauert natürlich auch immer noch ein bisschen halt, beziehungsweise ja, wie lange brauche ich denn so viel, wenn ich jetzt so neue Bilder veröffentliche? Gut, es ist unterschiedlich, wie viel ich ja jetzt schon im Voraus bearbeitet habe. Wenn ich ja schon ein paar Bilder im Voraus bearbeitet habe, geht es schneller, weil dann muss ich ja nur im HTML-Code und so weiter das alles anpassen. Wenn ich aber noch keine Bilder im Voraus bearbeitet habe, dann muss ich die Bilder natürlich noch bearbeiten erst, genau. Dann suche ich auch immer raus, von wem veröffentliche ich jetzt heute neue Bilder und so weiter, von der halt auf der Fanpost-Seite und so weiter. Genau, sowas kommt halt dann da auch dazu. Also generell halt Webseite pflegen oder auch vielleicht Neues in die Webseite einbauen oder so. Habe ich auch mal irgendwann vor einiger Zeit immer mal so ein bisschen wieder was Neues dazu reingepackt. Bisschen optimiert, zum Beispiel die Planespotting-Seite, dass man nicht immer auf die nächste Seite wechseln muss, sondern einfach nur noch runterscrollen muss, um weitere Bilder zu sehen. Genau, das halt alles bisschen so zur Optimierung und so weiter, genau. Also da halt einiges gemacht. Dann natürlich auch die Thumbnails hier. Für jedes Video mache ich ja immer so ein benutzerdefiniertes, individuelles Thumbnail. Mit GIMP erstelle ich die übrigens, falls ihr da wissen wollt, mit was ich das mache. Genau. Und bin auf jeden Fall auch sehr zufrieden damit. Mit GIMP kann ich euch dafür auch nur empfehlen. Gut, Photoshop ist ja eine Alternative, aber GIMP ist eine sehr gute, kostenlose Alternative dafür, beziehungsweise kostenlose Variante. Als Bildbearbeitungsprogramm kann ich euch nur empfehlen. Lässt sich sehr gut damit arbeiten, finde ich. Genau, dann halt die Thumbnails erstellen. Ja, und auch Sachen halt austesten. Mods austesten. Gut, beim Hochleistungshäcksler bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Werde ich wahrscheinlich auch nie austesten, bevor wir ihn hier im Let's Play das erste Mal verwenden. Aber halt auch beim Flugsimulator. Zum Beispiel, wenn ich mir ein neues Flugzeug-Add-on zugelegt habe, dann, ja, kenne ich ja meistens das Flugzeug oder eigentlich nicht. Oder immer kenne ich das Flugzeug ja dann nicht, wie man das bedient, so mit und die ganzen Checklist und so weiter. Und das muss ich mir halt dann alles erstmal aneignen. Das mache ich halt, das gehört ja auch noch so dazu halt. Mache ich ja immer alles, bevor ich dann das Flugzeug das erste Mal verwende. Fliege ich ja so 2-3 Mal damit. Gucke mir die Checklisten an und probiere mir so ein bisschen schon einzubringen, wo ist was und so weiter. Damit ich halt dann nicht beim ersten Flug so ewig viel suchen muss, sondern halt schon mich etwas mit dem Flugzeug halt auskenne. Nicht gleich perfekt, aber es kommt ja dann mit der Zeit, wenn wir dann auch öfters mit dem Flugzeug geflogen sind. So war das eigentlich bis jetzt bei mit allen Flugzeugen, genau. Einfach mal schon mal ein bisschen damit fliegen und so damit umgehen lernen. Und genau, allgemein halt planen. Dann Themen, über was spreche ich, so wie das hier jetzt. Und halt immer gucken, was habt ihr mir für Themenvorschläge vorgeschlagen, was kann ich als nächstes ansprechen, genau. Und zum Beispiel für den Flugsimulator, von wo nach wo fliege ich, was habt ihr euch gewünscht, von wo nach wo können wir als nächstes mal fliegen, was passt so ganz gut, damit es auch möglichst abwechslungsreich und so weiter bleibt. Und genau, was mache ich in der Aufnahme, was vielleicht auch hier, was habe ich jetzt vor als nächstes zu machen, was kaufen wir uns als nächstes für eine Maschine,
Hier im Landwirtschaftssimulator oder genau, wie verfahren wir da am besten jetzt weiter, wie machen wir das und das, überlege ich mir auch meistens halt schon mal so ein bisschen vor den Aufnahmen. Genau. Aber es ist halt dann so, es kommt auch mal vor, dass ich mal einen Tag oder so irgendwie halt keine Zeit für YouTube habe, nehme ich dann nichts auf, komme halt leider nicht dazu, Kommentare zu beantworten oder so, obwohl ich halt probiere, das jeden Tag möglich zu machen oder jeden zweiten Tag, weil ich hatte es auch irgendwann mal so, ich habe es dann immer nur probiert, jedes Wochenende dann irgendwie auf die Kommentare einzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, es sind einfach so viele Kommentare mittlerweile geworden. Wenn man das jetzt alles bis zum Wochenende aufhebt und dann am Wochenende immer wieder am Samstag irgendwie alle Kommentare durchgehen will, das schafft man einfach gar nicht. Oder man sitzt halt dann da 2 bis 3 Stunden, bis man die ganzen Kommentare durchgelesen hat, weil es sind einfach so viele. Und auf die alle einzugehen, genau. Deswegen gucke ich da so am Tag so 15 Minuten bis 30 Minuten brauche ich ja schon dafür, je nachdem, was für ein Tag ist es unterschiedlich, mal bekomme ich mehr Kommentare, mal weniger oder mal sind es mehr, auf die ich eingehen kann oder wo ich auch finde, dann kann ich auch drauf antworten, beziehungsweise würde ich jetzt was drauf antworten können oder so, mal gibt es halt weniger, ist halt immer unterschiedlich, aber so wenn ich es so an einem Tag, so Tag für Tag oder alle 2 Tage mache, ist es deutlich entspannter und so im Moment, als wenn ich halt so wie früher, als noch weniger Kommentare waren, halt jedes Wochenende gemacht habe. Genau, aber so finde ich das eigentlich ist eine ganz gute Taktik. Und ja, jetzt natürlich die Frage, wie lange, so ungefähr im Schnitt am Tag, beziehungsweise ich jetzt Zeit, beziehungsweise was für YouTube mache. Das ist echt unterschiedlich, weil mal habe ich halt so lange Schule, dass ich einfach keine Zeit habe, irgendwie noch am Tag noch was für YouTube zu machen. Da kommt dann vielleicht eine halbe Stunde oder so rum. Andere Tage habe ich, oder am Wochenende habe ich auch mal mehr Zeit, da mache ich auch mal 3 Stunden was für YouTube. Also das ist echt immer abhängig davon, wie viel Zeit ich einfach sonst halt noch dafür habe. Genau. Manchmal gucke ich aber auch halt, dass ich jetzt an dem Tag halt mal sage, das und das will ich jetzt da aufnehmen oder das da halt dafür erledigen, die Bilder vielleicht bearbeiten oder sowas oder das an meiner Webseite machen oder so oder Kommentare beantworten. Genau. Aber es ist echt immer unterschiedlich, genau. Aber ich mache das natürlich alles richtig, richtig gerne und deswegen investiere ich die Zeit da auch richtig, richtig gerne, weil es ist ja eigentlich so mein Hobby hier, alles, was ich mache. Und genau, deswegen mache ich das alles auch sehr, sehr gerne. Also ich habe da kein Problem damit, auch mal 2 Stunden hier irgendwie was zu machen, halt aufnehmen, Kommentare beantworten und so. Mir macht das halt auch immer richtig viel Spaß, eure Kommentare zu lesen und so weiter. Also ich investiere da richtig gerne immer die Zeit rein und mache das Ganze halt echt alles sehr, sehr gerne, weil mir macht das einfach so viel Spaß. Ich finde es einfach so eine coole Sache. Und mit so einer coolen Community wie euch ist es einfach richtig geil, Leute. Und genau, deswegen investiere ich da gerne die Zeit rein, weil mir es halt einfach auch so viel Spaß macht. Und genau, ich das einfach so eine coole Sache hier finde. Genau, und habt ihr mal so einen groben Überblick, was ich eigentlich noch so neben den Aufnahmen hier noch für YouTube alles mache. Also Kommentare, Videos hochladen, andere Sachen wie Mods, Infos raussuchen, Add-ons raussuchen, mich über Spiele informieren, meine Webseite pflegen, Thumbnails machen, genau. Sachen austesten, Mods, Flugzeuge, Aufnahmen planen, was kann man so machen und so weiter und so fort. Aber das ist halt immer unterschiedlich. Es gibt auch mal Zeiten zum Beispiel, da mache ich mal 2, 3, ja, gut, ne, eigentlich so eigentlich nicht, dass ich mal mehrere Tage lang nichts mache, aber vielleicht mal einen Tag oder so, ist halt echt immer unterschiedlich, wie viel Zeit ich dafür habe, auch was halt so für die Schule ansteht und so weiter. Oder wenn ich halt noch so andere Sachen vorhab und da ist halt auch mal vielleicht irgendwie keine Zeit für YouTube, aber Schnitt pro, also eigentlich habe ich, nämlich jeden Tag habe ich so mindestens eine halbe Stunde halt auch schon, um die Kommentare zu beantworten und so weiter und so fort. Und zu gucken, sind die Videos online und so weiter. Aber, ja, ist halt immer auch schon unterschiedlich, wie viel Zeit ich habe, genau. Gut, die 3 Stunden waren jetzt zum Beispiel auch mit Aufnahme, dann nehme ich halt dann auch mal, ich nehme meistens auch mehrere Aufnahmen am Stück auf. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 3, 4, 5 Folgen LS Forstwirtschaft am Stück auf, genau, damit ich halt auch so ein bisschen Puffer schon habe für die nächsten Zeit, für die nächsten Wochen und so weiter, weil dann nehme ich auch noch andere Videos halt auch und so weiter auf, dass ich halt da nicht irgendwie so in Verzug komme und dann halt nicht mehr genug Videos habe zum Hochladen und so weiter, dass halt da auch alles passt, genau. So, dass halt auch alles, dass ich auch alles so hochladen kann, wie es im Uploadplan steht. Und das jetzt erst nochmal hierzu, zu dem Upload bereit, komme ich im nächsten Teil nochmal kurz drauf zu sprechen. Und das war es jetzt erstmal an der Stelle von dem Teil hier. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst wie immer eine positive Bewertung da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr auch einen Themenvorschlag oder eine Frage habt, kein Problem, einfach ab damit unten in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, genau. Das war es an der Stelle von dem Teil hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.